Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns das Gomotec Scout näher angeschaut, haben uns das in einem Fachhandel gekauft und machen hier am Bodensee in der Nähe von Wangen unsere erste Testfahrt. Und nach ca. 25 Minuten ist das Boot komplett aufgebaut, sprich ausgepackt, aufgepumpt, eingeräumt, alles befestigt. Und dann kann es auch schon losgehen. Und wir betreiben das hier mit einem Stechpaddel und sind natürlich jetzt noch nicht die Kanu-Spezialisten, was man natürlich beim Paddeln auch so ein bisschen merkt. Das heißt, hier ist unsere Rollenverteilung bestimmt zu optimieren. Aber der erste Eindruck von dem Boot ist schon mal extrem gut. Also die Kammern werden aufgeblasen mit einem dafür vorgesehenen Druck. Die fühlen sich richtig fest und stabil an. In diesem Material ist auch Kautschuk verarbeitet. Was man einfach merkt, dass das hier kein Billigboot ist, sondern dass sich der Hersteller, ist ein tschechischer Hersteller, es bei gedacht hat. Und es fühlt sich einfach richtig gut an. Natürlich hat Qualität auch seinen Preis und ist nicht zu vergleichen mit einem Billigboot aus irgendeinem Discounter. Ja, wir hatten an dem Tag, wo wir unsere Jungfernfahrt hier gemacht hatten, auch nicht ganz optimale Bedingungen, zumindest auf den ersten Moment hin. Man sieht hier schon die Welle. Wir hatten nämlich ganz schön viel Gegenwind. Und das heißt, wir mussten uns beim Paddeln richtig ins Zeug legen und hatten jetzt aber auch dazu die Möglichkeit, das Boot mal bei Welle zu testen. Wie stabil liegt es drinne? Wie kommen wir damit zurecht? Und man muss sagen, wenn man die ersten 10 Sekunden nach dem Einstieg überstanden hat, fühlt sich das Boot extrem stabil an. Ja, man hat sofort eine gute Sitzposition und hat auch nie das Gefühl, da kommt eine Welle und wir würden kentern oder gar andere Sachen. Ganz im Gegenteil, hier haben wir uns an einem Poller festgebunden und haben einfach mal nach dem anstrengenden Paddeln, nämlich gegen die Ströme und gegen den Wind, die Sonne genossen. Und auch hier, man kann richtig gut drinnen flezen und einfach mal die Sonne genießen. Nachdem unsere Pause vorbei war, haben wir uns dann auf die gegenüberliegende Seite gemacht, nämlich sind wir Richtung Schweiz gepaddelt und haben den See gequert. Das waren, ich schätze mal, so circa 1,5 Kilometer. Auch das hat uns nicht überfordert. Und wir haben dann die Möglichkeit gehabt, das Boot auf Herz und Nieren zu testen, nämlich wie funktioniert das Anlanden? Ja, ist man da flexibel? Wenn wir irgendwo einen schönen Uferabschnitt sehen, dass wir das uns einfach mal anschauen können. Weil das ist ja das Schöne am Kanufahren. Man kann halt einfach überall mal rausgehen und sich die Gegend anschauen, insbesondere die Natur. Auf dem Weg rüber in die Schweiz haben wir natürlich noch den einen oder anderen Dampfer gehabt, der Berufsschifffahrt. Aber auch das ging relativ gut. Und hier landen wir an. Also schön seichtes Wasser. Das Aussteigen ist kein Problem. Das Boot kippt einem nicht weg. Ja, zu zweit hebt sich das Boot deutlich angenehmer. Es sind immerhin 25 Kilo, die hier zu bewegen sind. Und dafür sind Griffe vorgesehen und das Boot kann man dann relativ gut einfach aus dem Wasser heben. Ja, dann sind wir ein bisschen auf Entdeckungstour gegangen, haben unsere Schwimmwesten abgelegt und haben uns mal die Schweiz angeschaut, was es da so alles auf der anderen Seite gibt. Wie man hier schon sieht, hat der Bodensee in diesem Jahr auch wenig Wasser. Hier fehlen bestimmt 1,5 Meter. Und das merkt man, dass hier deutlich mehr Strand, sprich Kiesfläche zur Verfügung steht, als eigentlich ursprünglich am Bodensee normalerweise. Kommen wir nun zum Fazit. Das Boot richtet sich an alle Personen, die Lust auf Kanufahren haben. Es ist ein Boot, was einen sehr hohen Qualitätsstandard voraussetzt, was natürlich seinen Preis hat. Das Boot hier in dieser Economy-Ausstattung kostet 950 Euro.
exklusive Zubehör, sprich die Paddel zum Beispiel muss man sich selbst noch dazu kaufen. Es bietet für zwei Personen ausreichend Platz, um auch ausgedehnte Kanutouren mit Gepäck vorzunehmen. Aber die Zuladung mit 460 Kilo heißt natürlich, hier kann man sich noch ganz andere Kanuwanderungen zum Beispiel vorstellen. Das Boot hat ein extrem robustes Außenmaterial, so dass man auch mal über Steine fahren kann oder hier, wie wir es hier tun, das Anlanden ohne Probleme möglich ist, wenn das Boot mal aufsetzt. Wir haben auf jeden Fall ein sehr positives Erlebnis mit dem Boot gehabt und bereuen es überhaupt nicht, dieses Boot zu kaufen, auch wenn die Investitionssumme natürlich etwas größer ist. Es ist einfach aufzubauen und auch einfach wieder abzubauen. Von daher eine klare Kaufempfehlung und wir freuen uns auf weitere Touren. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.